Hallo aus Riva del Garda, wo die ADAC Gardasee Classic 2024 startet. Über 60 Oldtimer sind am Start. Wir stehen hier am Fuße des Gardasee und 4 Tage lang geht's auf die Strecke. Erlebnis pur rund um den Gardasee. Was es zu erleben gibt, seht ihr in dem Video. Ich bin der Michael Peschel. Guckt euch das an. ADAC, Gardasee Classic 2024, wir sind unterwegs und zwar 4 Tage in einer Region, wo andere wahnsinnig gerne Urlaub machen, machen wir eine Oldtimer-Wanderung. Neben mir steht die Andrea Schmitz, Vorsitzende vom ADAC Nordrhein. Ihr seid Veranstalter von dieser wirklich tollen Veranstaltung. Erzähl mal, warum, wie kommt ihr auf die Idee damals? Ja, ich glaube, das ist so eine Idee, die mein Vorgänger in die Hufe gebracht hat. Ja, wir fahren diesmal zum 9. Mal, immer in wechselnden Regionen, wechselnde Städte als Ausgangspunkt. Und das hat sich, glaube ich, auch beim Publikum ganz gut durchgesetzt. Denn wir haben eine sehr, sehr breit aufgestellte Oldtimer-Szene von Norden bis Süden, von Osten bis Westen. Also wir sind nicht nur auf den Nordrhein als Teilnehmer angewiesen, sondern wir haben eine sehr, sehr lange Warteliste auch schon mal. ADAC Gardasee Classic 2024. Oldtimer wandern mit dem ADAC Nordrhein. Und zwar ganz entspannt heißt es hier, Oldtimer fahren, Oldtimer wandern, ohne große Aufgaben, die zu erledigen sind. Natürlich sind kleine Spaßaufgaben am Wegesrand zu erledigen, aber es heißt genussvoll die Gardasee-Region erkunden. Und da sind wir schon mittendrin, wie ihr seht, weil wir fahren gerade hoch auf den Monte Bondone. Wie ging das Ganze los? Das Ganze ging los natürlich mit dem Check-in im Astoria Resort. Da sind alle Teilnehmer untergebracht. Es gibt eine Tiefgarage, es gibt wunderschöne Zimmer und die ganze Meute, sag ich jetzt mal fast, also die ganze Oldtimer-Riege mit über 60 Oldtimern am Start, sind dort zu Hause, haben dort ihre Homebase. Und ganz genussvoll ging es natürlich auch am ersten Tag schon los, weil es gab die Dokumentenabnahme erstmal. Man wurde eingewiesen auf die ersten Tage oder auf den ersten Abend. Check-in in die Zimmer, sehr schön. Und dann ging es raus in den Garten von dem Astoria Resort. Sehr schön unter freiem Himmel. Erstmal ein Aperitif, es gab Hors d'oeuvre, es gab Pastetchen. Und danach ging es rein. 3-Gänge-Menü, Abendveranstaltung und es wurde explizit genau vorgestellt, wie werden die nächsten 4 Tage auf der Straße rund um den Gardasee aussehen. Wo geht's hin? Wo geht's nach oben? Welche Kurven? Ja. Allein das erste Abend ankommen, traumhaft. Unterwegs auf der Gardasee Classic gibt es natürlich immer verschiedene Highlights. Ob das jetzt eine Straße ist, die man mal nach oben fährt oder nach unten, schön in
Argentinien. Wir waren zum Beispiel auf dem Monte Bondone gewesen, oben hatten dort einen Brunch gehabt mit einem fantastischen Ausblick. Also alleine in dieser Kulisse zu sitzen, die Berge zu sehen, dort gab es wirklich einen schönen Brunch. Es gab frisches Obst, es gab was zu trinken, es gab Schinken, es gab Lachsburger. Kulinarisch absolute Highlights, aber auch straßenmäßig immer wieder toll. Cascata di Varone war zum Beispiel auch gewesen, wo man in den Wasserfall fast reingehen konnte. Der ADAC Nordrhein hat es wirklich drauf, immer wieder zu sagen, hey, wir führen euch dorthin, wo am Gardasee die Highlights sind. Und das ist halt was Schönes. Du bist als Tourist natürlich schon oft am Gardasee gewesen, zumindest in unserem Fall waren wir schon dort gewesen. Aber diese ganzen Highlights auf der Strecke mal zu erleben, wirklich zu sagen, okay, wir fahren heute eine Rundtour von Tro, Arco, hinten über den Tennosee zurück, ist zum Beispiel was richtig Schönes. Oder hier, Lago di Sei. Ja, es geht jetzt wieder an den See nach oben. Und überall ist ausgeschildert mit Dreiecken, Vierecken und Kreisen. Der Kreis sagt, hey, ihr müsst rechts abbiegen. Das Dreieck sagt, es geht geradeaus weiter und das Viereck nach links. Das ist doch die klassische Ausschilderung, wie es immer gewesen ist beim ADAC. Mittlerweile gibt es ja Veranstaltungen, die werden mit einem Navigationsgerät gefahren, mit einem speziellen Navi. Aber der ADAC Nordrhein sagt, nein, die Gardasee-Klassik ist noch eine Ultramar-Rally wie früher. Die Autos müssen mindestens 35 Jahre alt sein, um mitfahren zu dürfen. Und die Beschilderung bleibt eben auch klassisch. Unterwegs auf der Gardasee-Klassik kann es auch mal eng werden, weil es ist wirklich eine extreme Vielfalt an Straßen hier im Trentino, am Gardasee, in der Gardasee-Region zu fahren. Denn es gibt schmale Bergstraßen, wo du wirklich gerade so mit dem Auto durchkommst, wo auch mal zurückgesetzt werden muss, wenn einer entgegenkommt. Aber auch unten breite Uferstraßen, wo du am Gardasee langfährst. Es gibt richtig schöne Tunnel, natürlich hier die Nordseite, wo wir gerade unterwegs sind. Immer schön in den Hängen, Olivenhaine, unten mediterranes Klima, oben etwas kühler. Gerade waren wir an den Schauderterrassen gewesen. Auch das ein Highlight nach dem nächsten. Ein absoluter Traum, unterwegs zu sein hier am Gardasee mit dem ADAC Nordrhein. Man merkt wirklich, wie viel Enthusiasmus in der Orga drin steckt, so diese Tour zu planen, Jahr für Jahr für Jahr. Also absolut Chapeau an der Stelle. Wie gefällt euch die Veranstaltung? Ja, sehr gut. Das Wetter ist auch sehr toll und die Strecken sind wundervoll kurvig und ich kann das erste Mal mein Fahrzeug so ein bisschen ausfahren. Hier in Riva del Garda sind wir im Astoria Resort, was ein sehr schönes Hotel ist und auch immer alle Oldtimer-Fahrer an einem Ort. Ja, das versuchen wir immer hinzukriegen. Das ist, an sich steht und fällt so eine Fahrt mit dem Hotel. Du musst immer gucken, dass du ein möglichst großes bekommst, wo auch die Organisation mit dabei ist, was ich immer sehr schön finde. Denn wir haben weit über 30 Helfer, die hier mithelfen im Hintergrund. Und
ich mag das nicht so gerne, wenn die so abgesondert sind, sondern dann suchen wir wirklich ein großes, ein schönes Hotel, wo wir alle zusammen sind. Das fördert die Gemeinschaft und das Absolut. Ist einfach nur richtig, richtig schön. Aber was du sagst, wir kennen so vieles und doch so vieles auch nicht. Und das eröffnet einem dann ganz neue Möglichkeiten für den nächsten Urlaub oder auch für die anhängigen Tage. Man muss ja nicht unbedingt direkt nach der Gardasee-Klassik nach Hause fahren. Man kann ja dann auch sagen, Mensch du, da waren wir, genau an die Stelle fahre ich nochmal. Das gucke ich mir nochmal genauer an. Das ist einfach schön, das mag ich. Ich habe mitgekriegt, also sobald die Nennung eröffnet ist, ist das Ding ruckzuck ausgebucht. Ja. Und es fährt ja auch wirklich alles mit. Wenn du guckst, hier einen 202 BMW in Erdbeerkörbchen, aber auch ein ganz alter Daimler war mit am Start gewesen, ja, der mit startet. Mhm. Und es ist einfach ein breit gefächertes Starterbild. Ja, wir wollen das auch ganz besonders breit gefächert haben. Wir könnten natürlich auch sagen, wir nehmen nur eine Sorte. Wollen wir aber nicht. Wir wollen wirklich genau die ganz, ganz alten, so diese vermeintlichen richtigen Oldtimer, wie man immer so schön hört, aber auch die, die ein bisschen mehr Power unter der Haube haben, die auch mal richtig gut fahren können. Und ich glaube, bei der Streckenführung kommt das auch ganz gut zum Tragen. Absolut, weil das ist halt eben auch das Geniale. Du fährst unten am Ufer lang Nordseite durch den Tunnel durch, aber auch mal hoch auf die Berge oder wie jetzt sind wir vom Gardasee rüber gewechselt an den Idrosee. Kleinste Sträßchen, da muss man auch mal ein Stück zurückfahren. Es macht einen riesen Laune. Kulinarisch gibt es auf der Gardasee Klassik einiges zu erleben. Es war ein Besuch dabei gewesen bei einer Destillerie. Da konnte man einen Grappa probieren. Man konnte sich anschauen, wie werden die Grappi oder die Grappas, na, ich weiß gar nicht die Mehrzahl, Grappi, Grappa, auf jeden Fall. Man konnte sie probieren. Man konnte auch den regionalen Wein verköstigen. Am Nachmittag zum Beispiel gestern hatten wir noch einen Stopp an einem Weingut gehabt. Es wurde ein Sekko ausgeschenkt. Man konnte dazu einen schönen Parmesan essen. Und das alles in den Wiesen von Torbole. Absoluter Traum, schön zum Runterkommen. Es sind sehr, sehr leckere Sachen und was ganz wichtig ist, sehr, sehr nette Leute, ein nettes Miteinander und man hat sich immer was zu erzählen und wir haben immer viel zu lachen. Battibili nel lancio di parole dai balconi, siamo tesserati al club delle comari. Se prende spazio l'indifferenza. Resta il silenzio di un condominio anonimo, porta pazienza al perbenismo, io preferisco il rumore della verità. Das Journal der Gardasee Classic 2024, was auch sehr schön ausgearbeitet ist, weil man findet immer etwas zu den Örtlichkeiten, an denen man ist, zum Nachlesen, sodass man immer weiß, da sind wir gerade, das passiert hier gerade. An der Stelle
wenn ihr Lust habt, bei der Gardasee Klassik mitzufahren. Wir blenden euch die Domain mal hier unten ein. Schaut mal drauf, was es zu erleben gibt. Und vielleicht sehen wir euch 2025, 2026 mal hier mit am Gardasee. Das wäre doch super. Ich würde mich freuen. Ja, mit dem Zieleinlauf in Riva del Garda und dem Gala-Dinner endet für uns auch die Gardasee Klassik 2024. Wenn euch das Ganze gefallen hat, wenn euch es Spaß gemacht hat zuzuschauen, freuen wir uns natürlich tierisch, wenn ihr es unten in den Kommentaren bei YouTube oder bei Facebook reinschreibt, ob es euch gefallen hat. Lasst einen Daumen da, lasst ein Abo da. Das würde uns natürlich tierisch freuen. Ich bin der Michael Peschel von Motormarketing und ich würde sagen, Abfahrt! Wie gefällt dir die Veranstaltung? Also ausgezeichnet gut. Was will man mehr bei so einer schönen Veranstaltung? Ne? Uns gefällt die Veranstaltung sehr gut. Es ist eine sehr schöne Streckenführung hier nördlich des Gardasees. Puglia in Italien, Italiener freuen sich. Schöne Strecke, tolle Veranstaltung. Wir sind schon öfter jetzt mitgefahren. Richtig, richtig gut, jedes Mal aufs Neue.